Braunschweiger Wirtshausküche bei Steffi und Jürgen. Deftig, würzig und mit viel Liebe. Für mich ist es selbst ein bisschen zu viel. Wenn du die hier auf Schickimicki, ne, auf 130 Gramm machst, na, dann gute Nacht, ne, wirst du aber gegen die Wand gefahren. Burger fast ohne Schickimicki. Limousinenrind mit ein bisschen Dry-Aged. Was da Dry-Aged war, habe ich jetzt nicht so mitgenommen. Wiederborstige Wirtshauswaffeln und ein waschechter Macho-Eklat. Ich persönlich halte nicht viel davon, wenn eine Frau in der Küche ist. Tut mir leid. Auch Worte sind Waffeln. Pardon, Waffen. Wenn sie jetzt hinbekommt, das zu verbessern, kann es trotzdem noch gut ankommen. Ne? Oder einfach abschaffen. Unweit von Braunschweig, im märchenhaft-malerischen Königslutter an der Elm, tobt heute die große Lokalschlacht. Gestern haben Henk und Ibo 21 Punkte eingeheimst. Das wollen Steffi und Jürgen heute toppen. Ob sie das nötige Handwerkszeug mitbringen, möchte Profi Mike Süßer jetzt herausfinden. So, heute an Tag 2 wird's bodenständig. Zum Landsknecht, zu Jürgen und Steffi geht es. Und da haben wir mal wirklich ein richtiges Pärchen, die gemeinsam Gastronomie machen. Also bodenständige Küche in einem der ältesten Häuser dieser Region. Also Wirtshaus, das ist ihr Thema, bodenständige Küche. Bin gespannt, es wird auf jeden Fall ganz anders wie gestern, nehme ich mal an. Und wie sie dann die Mitstreiter überzeugen wollen, das kommt später. Jetzt bin ich dran. Das Wirtshauspärchen erwartet den Spitzenkoch schon. Mike Süßer kommt heute. Der kocht auch nur mit Wasser, braucht man keine Mange haben. Ja, hat er recht. So, zum Landsknecht. Das ist mal urig, ne? 1682, alter Schwede. Und hier, mal schauen, Wirtshauskarte. Ach, das ist ja lustig. Mega lustig geschrieben. Pass auf, jetzt nehme ich euch mal mit hier. Schau her. Rumstig Kaiser Lothar. Hier, Kanzlerfilet. Unser Kanzler wurde ja filetiert. Aber sie lebt in Berlin, deswegen saure, leckere, große Currywurst würde auch passen. Und hier was mal auf Hoppelpoppel. Und für die jungen Burschen und Mädels Landsknechtbürger. Wir gehen rein, komm. Reinspaziert Herr Süßer. Der urige Landsknecht ist laut Jürgen ein Wirtshaus, in dem man gut essen kann. Bodenständig, niedersächsisch, stimmig. Wir machen Motto-Partys, wir machen Live-Musik, wir sind sehr wandelbar. Eigentlich machen wir nichts, was nicht gibt. Bis zu 95 Niedersachsen können es sich hier gut gehen lassen. Aus solcher Gastronomie komme ich im Ursprung her. So bin ich groß geworden als Kind. Ne? Also gibt es hier auch eine Glocke oder was? Hallo? Tja, keiner da? Will hier jemand an einem Wettbewerb teilnehmen? Na, dann gehen wir halt wieder. Wo seid denn ihr? Ihr habt doch gewusst, dass ich komme. Bei der Arbeit. Hallo. Mike, hallo. Gott sei Dank, die Koch- und Ehepartner sind lokalschlachtbereit. Die Karte ist ja mega lustig. Ich habe echt gelacht jetzt. Kanzlerfilet finde ich auch ganz lustig. Ne? Also Hoppel, Poppel. Und wer kommt denn auf sowas? Das macht mein Mann. Also der kreative Kopf ist mein Mann. Ja, also wir wollen schon eine authentische Küche machen. Niedersachsen. Und Hoppel, Poppel sagt man in Braunschweig zu einem Bauernomelett. Unsere Speisenauswahl ist deutsch. Niedersächsisch, bodenständig, ehrlich, lecker, würde ich sagen. Ihr könnt beide an der Bar sein, man fühlt sich bei beiden wohl. Ne? Das kann ich jetzt auch mal sagen. Manchmal verkriecht sich der Koch nach drin, das braucht er nicht. Ne? Wir haben uns in der Gastronomie kennengelernt. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ja, so könnte man das auch sagen. Du musst überhin. Ja, aber sie ist ein Schätzchen, oder? Ja. Ein richtig großes Schätzchen. Großes Schätzchen? Da ist aber jemand recht stolz, oder? Doch. Ja. Das ist schon. Was soll er jetzt auch sagen? Ne? Ein echtes Powerpärchen. Ja, die machen das schon ewig zusammen, ne? Ach Gott, süß, die beiden. Was gibt's denn? Wir machen eine schöne Rinderroulade. Vom Harzer Höhenvieh, schön mit Rotkohl, mit Klöße, bodenständig, ehrlich, niedersächsisch. Oh, die ist schon geklopft. Wer hämmert denn da? Jawohl, Rinderroulade. Die Jürgen zunächst plattiert. Ein Gericht des deutschen liebsten Kind. Und tatsächlich gehört es zu einem meiner Lieblingsgerichte. Steffi bereitet derweil den Rotkohl vor. Macht ihr auch klassisch, schnippeln. Ist genau. Das hier mariniert schon? Genau, das habe ich gestern Abend schon eingelegt. Bisschen Salz, Rotwein und Salz. Zucker, Essig.
Apfelsaft und Apfelmus rein oder Apfelstückchen, so wie man es gerne hat. Da kann man auch Abzweigungen machen mit Ananas. Dann muss er weich geschmort sein und am besten erst am zweiten Tag serviert werden. Jürgen bestreicht indes das Rindvieh großflächig mit Senf. Zu dem Rindfleisch jetzt. Das ist ein hiesiges Rind. Also das nennt sich Harzer Höhenvieh. Schön marmoriert. Der Spezi-Metzger in Wolfsdorf, der macht uns das fertig. Oder so. Ganz hervorragend. Neben Speckstreifen wandern noch Zwiebelringe in die Landsknecht-Roulade. Was wiegt jetzt so eine Roulade circa? Was hast du? 400 Gramm. Ja. Bringt sie wohl rauf. Ja, das glaube ich. Okay, aber wenn die dann geschmort ist, ist die noch mal ja, sicher. Und geht sie ordentlich in die Knie, ne? Richtig. Ah, schau mal her. Runde, also Rouladennadeln. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Es gibt Rouladenklammern. Richtig. Manche binden. Das Binden, das Bredieren. Das heißt, mit Küchengaren in Form bringen, ne, zum Garen, damit die Roulade nicht auseinanderfällt. Das nennt man in der Küchensprache Bredieren. Ab in die Pfanne mit den bredierten Rollchen. Scharf anbraten ist das eine von allen Seiten. Ja, dann rausnehmen oder kurz noch drin liegen lassen. Und dann die Gemüsesorten dazu. Dann tomatisieren mit Tomatenmark, ablöschen, Rotwein, Brühe, Salz, Pfeffer. Es muss gar nicht so viel rein. Und dann muss die Roulade einfach richtig gut geschmort sein, dass sie wirklich später auseinanderfällt. Man braucht fast gar kein Messer. Wenn eine Roulade zäh ist, ist es keine Roulade. Die will ich nicht auf dem Teller haben. Das ist wichtig. Fehlt hier auch nichts, Mike? Also, ich bin ja ein Kräuterfetischist, aber bei der Rinderroulade haben wir nichts reingemacht. Salz, Pfeffer und haben das erstmal durchgeschmort, bis Gemüse, bis die leichte Säure, die Säure von der Gurke durchkommt und alles. Genau. In Soße eingelegt dürfen die Rouladen nun ins Rohr. Da freue ich mich drauf, was da gleich zum Vorschein kommt. Kann ich da schon mal reinschauen? Ich hole mal ein Tuch, ne? Denn eine Ladung ist schon fertig. Komm, mach den Kloß fertig, ich hab Bock zum Essen. Aber vorher knetet Steffi noch den Kloßteig. Also, du hast jetzt Kartoffeln gekocht. Genau, geschält, gekocht. Genau, durchgedrückt. Genau, ein bisschen abkühlen lassen, durchgedrückt. Und was habe ich jetzt verpasst? Kartoffelstärke. Ja, genau. Ich habe jetzt ein Viertel rausgenommen, das hier rüber getan und habe das mit Kartoffelstärke aufgefüllt. Okay. Knete das jetzt richtig durch und würde dann die Klöße formen. Dann sehe ich eins, was mir gut gefällt. Du hast einen Eisportionierer, ja. Somit hat der Knödel immer die gleiche dieselbe Größe. Also grundsätzlich würde ich mir jetzt die Finger nass machen, damit das nicht an mir klebt. Das mache ich jetzt mal nicht. Und wie es sich gehört, die Knödelnocken nun zu formschönen Kugeln formen. Wasser kocht. Wasser kocht, bisschen Salz rein. Ein bisschen Kartoffelstärke, damit das Wasser gebunden ist. Ah, das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Das laugt die Knödel nicht so aus. Genau, das ist ein guter Tipp für zu Hause. Wirklich, bei jeder Art von Knödel kann man das machen. Ja. Und er zerreißt nicht so, bleibt kompakt, laugt nicht so aus, also wird nicht ausgetutzelt. Das ist ein guter Tipp. Ab ins Schwimmerbecken. Gut, es ist soweit. Rouladen harren ihrer Verkostung. Alter, ne? Da ist kein Bindemittel dran, nix. Ne? Die ist einfach einreduziert, drüber, Kartoffelkloß, fertig. Ne? Noch etwas Petersilie über die Klöße? Lass es dir schmecken. Fertig? Fertig. Das Leibgericht unseres Profis. Was kostet dieser Teller bei euch? 16,50. 16,50. Das ist wenigstens endlich mal auch ein vernünftiger Preis für eine Rinderroulade. Nur schmeckt sie auch so vernünftig? Mikes Erwartungen sind hoch. Zu viel versprochen? Noch verrate ich nichts. Erstmal nimmt der Spitzenkoch die Beilagen ins Visier. Sagt man euch Kloß oder Knödel? Kloß. Ja. Und der wird nicht geschnitten, sondern gerissen, ne? Richtig. Lässt sich Mike denn auch zu einer Rouladenmeinung hinreißen? Das ist eine Bombenroulade. In der Landsknecht-Küche geht die Sonne auf. Tolle Roulade, ist so, stellt sich bei mir die Haare auf, weißt du? Dann ist auch Schluss mit Schickimicki-Küche. Bei einer Roulade gibt es Süße auf. Wirklich, ein gutes Rezept von der Mama. Ich finde den Rotkohl übrigens auch sehr, sehr gut geworden. Dankeschön. Weil der sehr frische Apfel ist da. Wirklich, damit, ich habe eben gedacht, oh, die frische, ist das nur der Apfel, Orange, ja. Und der Kartoffelkloß ist auch so. Also an dem Gericht ist nichts aufzusetzen. Es ist das, was hier in dem Haus die Karte verspricht. Danke. Das Wirtshaus-Fazit unseres Profis. So sieht ein glücklicher Mike aus. Ich habe wirklich eine bodenständige, schöne Rinderroulade mit Beilagen gehabt. Klasse, das können Sie.
Ich hoffe, dass die Mitstreiter das jetzt alles ein bisschen einordnen können. Die große Karte, hoffentlich erschlägt das jetzt nicht die Steffi und den Jürgen. Ansonsten Bombe. Und einen Burger soll keiner bestellen. Hier muss man gut bürgerlich essen. Meine Reise ist getan. Also, bis später. Der Tag hat gut angefangen. So kann es weitergehen, natürlich. Das kochen wir jetzt genauso für die Gäste, die jetzt kommen. Und dann schauen wir mal in die Zukunft. Der Anfang ist gemacht.